Wir finden das wichtig für die, für alle, ne? Egal wo man herkommt, mhm. Welche Nation, wen man liebt und so, das finden wir halt wichtig, dass das ja, tolerant ist. Ja. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Beim Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen, eine neue Folge. Und wenn es um das Thema Kindermusik geht, cool, peppig, modern, dann darf auf einer guten Geburtstagsplaylist auch das Duo Großstadtengel Hallöchen. Nicht fehlen, die heute bei mir sind. Und es ist so schön nach Corona, dass wir wieder eine vollbesetzte Couch haben und quatschen können. Und natürlich auch André Kasel ist heute mit dabei, der ADTV Trendscout ist. Und auch für den Verband, ja, das Social-Media-Thema übernimmt und ja, also die Kooperation meistens auch eintütet über die Trendscout-Funktion. Miriam und Chris, meine erste Frage an euch ist, wann wurde denn Großstadtengel oder das Projekt Großstadtengel gegründet? Also vom Zeitpunkt her, eigentlich 2014 haben wir begonnen. Da haben wir angefangen mit einem Coveralbum, also die ganz traditionellen Kinderlieder gecovert. Ja, und so haben wir entdeckt, wir können es auch anders. Wir können eigene Texte schreiben und peppiger und ja, so ist das ins Leben gerufen worden. Genau. Unsere Kinder wollten oder lieben peppige Musik. Mhm. Wir hatten gerade Kinder genau oder haben Kinder genau in der Zielgruppe gehabt. Und dieses ja, zu traditionelle war nicht ihrs. Und da wir beide immer schon Spaß an Musik hatten, uns darüber auch kennengelernt haben und Freundinnen geworden sind, haben gesagt, das können wir auch. Das machen wir jetzt einfach mal. Und eigentlich ist die Idee daraus geboren, dass wir für unsere eigenen Kinder peppigere Musik haben wollten. Und irgendwie hatte die Miriam dann so ein Talent, so super tolle Texte zu texten und zu schreiben und irgendwie wurde das immer mehr. Der Kopf war nicht zu stoppen. Und das hört bis heute nicht auf. Es hört bis heute nicht auf. Und genau. Sie sitzt immer da und sagt, ich hätte da was Neues. Und ich sitze immer da und sage, oh, okay. Wann treffen wir uns im Studio? Also so läuft das ab. Wir sind halt Freunde. Das heißt, ihr hattet es vorher auch schon kurz bevor die Kamera lief sozusagen. Ihr seid beste Freundinnen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt überhaupt? Über die Kids oder war schon davor, weit davor oder? Ja, eigentlich. Wir haben uns kennengelernt als über die Kinder eigentlich. Ja. Beziehungsweise du bist dann gerade Mama geworden. Ich war schon fortgeschrittener. Und ja, war ja so. Ja, und ja so, und genau. Müris Mann suchte Background-Sängerin. Und wir haben irgendwann zusammen da irgendwo gesessen und gesagt, ach, singen habe ich schon was von gehört, kann ich glaube ich auch ein bisschen. Und ja, so ne, kam das dann. Also wir haben dann einfach gesagt, wir sind ursprünglich aus dem Schlager. Ja, aus dem Schlager, Popmusik, mhm. Genau. Und dann haben wir halt alle mehr Kinder bekommen. Ne? Dann war man nicht mehr ganz so flexibel. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt mal Kindermusik. Genau. Und so sind wir auch zur Kindermusik gekommen. Okay, und das heißt, die Texte schreibt ihr selber, ne? Oder, ja, oder ja. Du wahrscheinlich in dem Fall habt ihr ja, dann zusammen eine klare Aufteilung sozusagen. Wie kommt ihr auf die Texte oder wo nehmt ihr eure Inspiration für die Texte auch her? Ganz leicht. Guck Kindern beim Spielen zu. Ja. Guck Kindern bei der Bewegung zu. Wenn du siehst, wie sie mit dem Ballon spielen oder wie sie mit Tüchern spielen oder ähnliches, dann kommt das einfach. Also das ist, hört auch nicht auf, dass dir immer wieder irgendein Thema auffällt, einfällt. Auch wichtige Themen wie Aufräumen. Ne? Wir haben ein Lied, ja, das ist das Aufräumlied, mhm. Wo wir einfach sagen, Mensch, das kann auch Spaß machen, man muss nicht immer alles mit ne, Druck machen, sondern oh. Mach's wie Mary Poppins, mach ein Spiel daraus, funktioniert das Ganze. Ja? Also wir machen nicht nur Dance-Lieder, sondern es gibt auch Lieder von uns, die so ein bisschen mehr zum Nachdenken sind und so weiter. Mhm. Ja? Also wir haben eine recht große Bandbreite, was das betrifft. Mhm. Du hast auch erzählt, auch wichtige Lieder. Ich glaube, ihr habt ja jetzt auch gerade zu der Zeit ne, so ein Thema über Russland, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, genau. Eigentlich über Russland nicht, also über Russland mhm. nicht, sondern wir hatten halt in ein paar Songs, weil wir wirklich, wir finden das wichtig für die, für alle, ne? Egal wo man herkommt, mhm. Welche Nation, wen man liebt und so, das finden wir halt wichtig, dass das, ja,
tolerant ist. Ja. Und da hatten wir halt einen Song im Moment, wo halt auch das Land Russland eigentlich so besungen wird. Das haben wir momentan, haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine neue Version. Ja. Ja, da möchte gerade keiner hin. Das war wirklich so, das Lied lautet, wir fliegen jetzt nach Russland. Mhm. Und meine Tochter neben mir sitzt und sagt, da möchte ich aber gerade nicht hin. So, ja. Dann ist es total sinnvoll, das zu ändern. Ja. Genau. Kurzerhand. Ja. Ja. Also ihr seid relativ flexibel sozusagen und schnell, was dann die Gegebenheit angeht. Mhm. Habt ihr musikalische Vorbilder, was so den Kinderbereich, oder nicht nur den Kinderbereich, aber generell? Vorbilder, also... Oder Idole oder Leute, also, zu denen ihr aufschaut? Also ich kann für mich jetzt sagen, wir finden Volker Rosin. Damit fing das ja an, weil das war meine Kindheit, lieber Volker. Den finden wir klasse und haben gesagt, okay, wir sind jetzt Frauen und also diese Art finden wir super, aber wir machen es noch ein bisschen peppiger. So, und so sind wir da wirklich reingerutscht, aber auf unsere Art und Weise. Ja, und wir waren halt Mädels. Also der Volker macht super tolle Musik, Volker. Wirklich, aber wir haben einfach gesagt, es braucht mal ein bisschen mehr Frauen. Weil wenn man sich mal im Kinderbereich umguckt, es gibt unglaublich wenig gute Frauen, die wirklich peppige Kindermusik machen. Stimmt. Und Kindermusik kann nicht daraus bestehen, einfach nur irgendwas runterzusingen. Nee, und egal wie schief und egal wie... Qualitativ. Ja, das würde ich mir im Pop- oder Rockbereich nicht anhören. Und im Kinderbereich sagen so, das ist ja nur Kindermusik. Mhm. Nee, Kinder wollen auch gute und anspruchsvolle Musik, oder? Und vor allem mit Leidenschaft gesungen. Ja. Und da kann man bei euch, wenn man euch bei einem Konzert zusieht, kann man das ja sofort erkennen, weil ihr selber nun mal auch Mamas seid und wie du ja schon sagtest, dass euch das eigentlich auch dazu gebracht hat, Kindermusik zu machen. Also absolut authentisch, nicht künstlich, nicht aufgesetzt. Mhm. Also eine wahre Freude anzugucken. Ja, das also finde ich auch, ich war ja heute jetzt auch noch, habe euch ja live gesehen sozusagen heute und das ist auch ein Thema, wo ich wirklich sage, ja, weil ich glaube aus meiner Kindheit, wenn ich jetzt so zurückdenke, kenne ich auch nur Männer, die Kindermusik gemacht haben. Mhm. Also ich sage jetzt manchmal auch so die Zeit Volker Rosin, Rolf Zukowski, wenn wir jetzt alle... Stimmt, den habe ich vergessen, der ist auch klasse. Ne? Also der so, hat einen auch geprägt. Genau, die, was man ja auch heute noch irgendwie in Schulen hört und jetzt kommen auch viele Männer nach, wenn man irgendwie mit Nielsen und all dem, haben wir wirklich nur Männer. Ja, es wird peppiger, tanzbarer. Ne? Das stimmt. Das ist und, richtig. Genau. Und vor allem, was natürlich auch sehr stark ist, sonst waren immer Solokünstler sehr viele. Ja, stimmt. Und seit ein paar Jahren ist es also auch jetzt als Du oder auch größere Gruppen, ne? Also drei, vier Personen, also dass man schon fast so ein bisschen auch in den Charakter Boyband geht, aber für Kids gibt es auch. Aber so als Duo, da habt ihr doch mit dem, so wie ihr es macht, also so wie wir es jetzt gerade wahrnehmen, auch für diese gesamte Kindertanzwelt, da habt ihr schon, sagen wir mal, in eine Kerbe gehauen, das ist einzigartig für euch. Das ist aber reiner Zufall, weil, also ich finde es jetzt cooler, mit meiner besten Freundin zusammen da Schwirkes mit den Kindern zu machen. Die eine kann mal singen, die andere kann ein bisschen zeigen, die Bewegungen und so. Das ist schon praktisch, also als ganz alleine. Also, absolut. Wir sehen das nicht als, natürlich ist das für uns eine Show, aber für uns ist das vor allen Dingen Spaß. Wir haben Spaß an unserer Arbeit mit den Kindern, aber es ist für uns keine Arbeit. Es macht unglaublich viel Spaß, da rumzuturnen und mit denen zu singen und die Kleinen aufzufordern. Manchmal wollen sie nicht so mitmachen. Ne? Wie oft haben wir das, dass die Kleinen so, erstmal Angst haben. Ja, erstmal Angst haben, so, ich will mich da mal nicht hin. Und das ist doch gerade das Schöne und das Tolle, die dazu zu bekommen, dann mitzumachen und dass sie dann stolz auf der Bühne stehen und sich freuen. Boah, ich habe das jetzt ganz toll mitgemacht. So und absolut. Was ist, würdet ihr sagen, eure Zielgruppe der Kids? Ab wo geht's los und wo hört's auf? 2 bis 8 würde ich jetzt so sagen. Weil ab 8 fängt es dann schon an, Kindermusik wird dann langsam uncool. Ja. Dann hören sie Charts, ist ja so. Ja, ne? Absolut. Aber 2 bis 8, das trifft's, ne? Ja, genau. Ja. Also es gibt Kollegen, die verwenden die Musik auch im Windelflitzerbereich, für die ganz Kleinen, aber das ist eine kleine Auswahl. Ja, okay. Ne? Allerdings haben wir auch festgestellt, dass wir kriegen manchmal Videos geschickt von Leuten, die unsere Lieder benutzen, wo diese Babyfüßchen schon so mitwackeln. Das finden wir so süß und wir freuen uns unglaublich, wenn sowas bei uns ankommt, weil wir sind Musiker und Mamas aus Leidenschaft und wir freuen uns immer tierisch, wenn dann auch mal Leute zurückschicken. Absolut. Guck mal, was meiner dazu macht. Oder ne, ich glaube auch der Schmetterlingstanz, wo das Baby so mit den Füßchen wackelt. Und das bewegt uns, das ist das, was uns antreibt, weiterzumachen.
was ich vorhin, wir hatten ja, wie gesagt, vorher kurz gesprochen, was ich schön finde, ihr habt auch gesagt, ihr macht nicht nur Songs in Deutsch mittlerweile, ne, sondern ihr seid internationaler unterwegs. Ich sag jetzt mal, André hat, es gab schon mal eine Folge vorher, ich glaube Folge 9, wenn mich nicht alles täuscht, wo Andrea auch mit dabei war, wo es um das Thema Expo in Dubai ging. Mit einem internationalen Publikum. Mit einem internationalen Publikum. Und da habt ihr mir jetzt vorhin erzählt, und das fand ich jetzt ganz schön, dass dort auch Songs von euch gemacht wurden. Ne? Mhm. Und die waren damals noch deutsch oder waren die da auch schon? Okay. Ja, also wir arbeiten halt unheimlich gern mit den Tanzschulen zusammen und werden halt da Gott sei Dank auch unterstützt, weil wir sind Kindermusiker und dafür brauchen wir Tanzlehrer. So, und eine sehr gut befreundete Tanzlehrerin hat unsere Songs mitgenommen und auf der Expo gespielt und hat dann gesagt, okay, die Deutschen sind noch so ein bisschen verhalten, die, ne, die muss man mal so ein bisschen rauskitzeln, aber die Inder, die Araber und so, die machen sofort mit, aber die verstehen den Text nicht. Habt ihr nicht auf die Schnelle irgendeinen englischen Song? Wir so, nee, eigentlich nicht, aber wir haben Zeit, wir fahren morgen ins Studio und ja, morgen Abend hast du den ersten englischen Song. Genau. Ja, das haben wir gemacht, ihr geschickt und sie hat gesagt, wir haben ihr Programm gerettet. Ja, ich habe das auch gesehen. So kriegt man Lust auf mehr. Ich habe das mitbekommen, also wir hatten ja in Dubai so eine Austauschgruppe, wo wir dann immer von den unterrichtenden Tanzlehrern dann gezeigt bekommen haben, was ist denn da gerade passiert. Und dann kam dieser einfach, ich habe die Großstadt angefunkt, ob die nicht vielleicht einen Titel in Englisch machen können. Dann kam der und dann konnte man auch sofort diesen Erfolg sehen. Allein aber auch schon die Tatsache, dass ihr euch auch davon inspirieren lasst. Also dann dieses Feedback, was euch zum Beispiel die Tanzlehrer geben, was denn die Kinder vielleicht gerade brauchen könnten auf der Tanzfläche, bringt euch ja so nah auf die Tanzfläche wie kein anderer. Und das ist dann ein Novum für Künstler. Vielleicht ist das jetzt auch gerade eine ganz große Welle, die da losgetreten wird, weil auch gerade in der Zeit, wo wir alle nicht aktiv sein durften, Künstler ja genauso wenig aus der Musikwelt wie wir Tanzschulen, ist die Musik und die Tanzwelt deutlich näher zusammengewachsen. Mhm. Und jetzt, wir spüren jetzt also sehr stark so wie bei euch, dieser Dialog, dieses Absprechen zusammen, hey, wir brauchen ein Lied auf Englisch, kein Problem, wir machen es. Das ist schon der Wahnsinn. Also mal eben ein Lied umsingen, zack, schicken. Zwei Tage später kommt das erste Video, wo Kinder am Eskalieren sind auf einer Weltbühne. Ja, ja. Aber das ist halt genau das, was uns halt antreibt, das zu sehen. Diese Kinder zu sehen. Das pusht einen ja auch, ne? Ja, oder gerade bei den Auftritten. Macht Lust auf mehr. Ne, wenn die dann alle tanzen, wir sitzen da auch und das glaube ich, und ihr habt gesagt, ne, mittlerweile gibt es 10 Songs, glaube ich, ne, die auf Englisch aufgenommen haben. Bis jetzt, also. Genau. Und bis zur nächsten Expo gibt es halt dann ein ganzes Album. Ja. Okay. Ja, ist so. Ist gut. Dann haben wir. Ihr wolltet das haben. Dann bitte auf Japanisch. Nee, Englisch, okay. Erstmal, damit fangen wir an. Meine Lieben, ich habe ein kurzes Spiel vorbereitet. Okay. Ihr müsst nur euch für eins entscheiden. Es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Es sind so 6 Fragen. So wie Wahrheit oder Pflicht? Ja, so ehrlich. Du darfst natürlich auch mitmachen. Natürlich. Nicht wahr? Ich meine, du hast ja auch mittlerweile Kinder. Ja. Wie alt sind eure Kids? Also meine Jüngsten sind Zwillinge, die sind 8 und der Älteste 17 schon. Okay. Jetzt wird es ein bisschen länger. meine Jüngste, die jetzt gerade bei mir ist 3, dann kommt ein 4-Jähriger, einer mit 8. Wir sind fleißig. 13, 22, 24 und der Älteste ist 26. Das waren 6 Kinder, oder? Wenn ich 5. 5? 7. 7. Okay, also, okay. Wir sind eine Patchwork-Familie bei uns. Okay. Das sind deine Kinder, meine Kinder, alles klar. Unsere Kinder. Ich wollte sagen, wow. Okay, ich kann dann nur mit 2 Kindern leben, einmal 1,5 und einmal 4,5. Okay. Dann lass uns anfangen. Seid ihr eher Sommer- oder Wintertypen? Sommer. 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 Definitiv. Ich auch. Kaffee oder Tee? Tee. Kaffee. Tee. Nun, da geht's schon los. Kaffee. Kaffee, ich auch. Okay, ich rutsch mal näher an dich ran. Ich auch Kaffee. Okay, komm rüber. Mensch, ärger dich nicht oder lieber Kniffel? Mensch, ärger dich nicht. Oh, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich kann Kniffel nicht, deswegen. Aber gut. Seid ihr, ich würde jetzt, also ich glaube, ich weiß die Antwort, Langschläfer oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Oh ja, ich auch.
Weil ihr wollt. Aus Pflicht. Wollte ich gerade sagen. Deswegen. Aber lieber lange ausschlafen, aber es gibt selten bei uns. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ja. Aufgrund der Kinder wahrscheinlich, ne? Natürlich, genau. Frühaufsteher. Also tatsächlich auch aus Pflicht Frühaufsteher. Ja. Dann mal ein Hoch auf die Omas, die immer uns dann den Rücken frei halten und uns ab und zu mal einen ein Schlafwochenende gönnen. Lieber Disney-Prinzessin oder Marvel-Helden? Disney-Prinzessin. Oh ja, ich auch. Da ich zwei Mädchen habe, Disney-Prinzessin. Und das möchte ich sehen. Bitte ja, im Tütü. Das gibt es schon. Das Bild ist sogar bei mir auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht. Ehrlich? Ich zeig's dir gleich. Ja, bitte. Das möchte ich sehen. Was für Disney-Prinzessin sind deine Kids eher? Elsa? Natürlich gerade Elsa. Ganz klar. Und Rapunzel war auch sehr schön, aber irgendwie ist die böse Stiefmutter doch jetzt gerade ein bisschen zu unheimlich, deswegen tendieren wir momentan zur 786. Wiederholung von Anna und Elsa Teil 1 und 2, also die Eiskönigin. Okay. Da schließen sie uns alle auch. Meine Tochter schon, ich nicht. Ja, glaube ich. Also nach meiner Mutter zufolge bin ich eine Merida. Definitiv. Mhm. Ja, die Haare. Ja, meine stimmt. Mutter hat mir das zugeordnet und gesagt, das ist ohne. Ja, also die Frisur so ein bisschen. Déjà-vu, sagte meine Mutter. Macht ihr lieber Camping oder würdet ihr sagen, lieber Kinderanimationsclub? Kinderanimationsclub. Oh ja. Das, wobei wir alles machen. Also so ist das nicht. Aber lieber. Mhm. Ja. Lieber Kinderanimationsclub. Genau. Ja. Dann sind die aufgehoben, ne? Und dann. Aber ich gehe auch gern in die Kinderdisco mit meinen Kindern, weil genau das ist das da. Ja. Ne? Singt ihr dann da auch? Noch nicht. Noch nicht, okay. Ja, noch nicht. Also, wenn die weiße Veranstalter, ne, irgendwas brauchen. Also ja, zu den Animateuren wollen wir auch noch vordringen. Sehr ja, gut. Also bei ja, mir ist es eher, ich sag mal, wie es im nächsten Podcast irgendwann nach den Sommerferien, ich mache dieses Jahr das erste Mal so einen Urlaub in einem Club, wo auch Kinderanimation ist. Ja. Bisher haben wir immer, Bungalow-Urlaub gemacht, ganz ähnlich wie Camping sehen. Und die Animation haben wir dann selber gemacht. Aber kann ja auch sein, dass so eine Animation in so einem Kinderclub auch bestimmt bei uns fallen. Das ist sicher, cool. Du, ich hätte ein Paket, ja, was du gerne mitnehmen könntest. Ja? Ja. Pack ich dir. Mach mal. Die ersten Kontakte haben wir auch schon und da okay, ist super, nämlich auch Bedarf. Ja, das ist wirklich das so. Das glaube ich sofort. Ja, also die haben das dankbar angenommen, aber wir können ja nicht auch noch auch noch durch die ganzen Länder reisen, ja, ja, und klar, da Akquise machen, ne? Ging ja auch eine ganze Zeit lang, das ja, muss man auch sagen. Genau. Da wäre tatsächlich so eine meiner letzten Fragen. Wie habt ihr denn die Pandemiezeit erlebt? Habt ihr euch wirklich eingeschlossen und gesagt, jetzt haben wir auch mal Zeit, irgendwie Songs zu machen, weil einfach wir irgendwie eh nichts anderes ja, machen können? Also wir haben das locker gesehen, ne? Kreative Phase. Wir haben gesagt, irgendwann geht's weiter. Wir machen ja, einfach weiter, das, was uns Spaß macht. Das ja, ist schon so vielen Musikern, mhm, dass sie so wirklich sagen, okay, ja, wir nutzen jetzt die Zeit. Ja, nur die Möglichkeit genommen, aufzutreten. Genau. Genau. Ja. Ja. Also wir haben. Und mit Kindern wird es nie langweilig. Also mhm, die hatten eigentlich aber gar keine Langeweile. Aber wie war das denn? Also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt ja wirklich auch nicht wenig Kinder, gerade so mit dem ganzen Thema Homeschooling und all das. Wie war das denn? Das war Horror. Oder? Also jetzt müssen wir den Podcast eigentlich schließen. Naja, aber da musst du ja, mir ja wirklich vorstellen, ja, also wenn du sagst, du hast irgendwie 3, 4, 5 Kids, ja, die auch alle im Schulalter sind, ja. Da also es gibt auch Videos von dir, ne, wo du um den Tisch rennst. Fix und fertig, weil ja, ich hatte Erstklässler und das war richtig schön. Ja, das glaube ich, ne? Also ja, ich weiß auch, also selber, meine Schwester hat auch drei Kids, zwei Jungs, ein Mädel und das war wirklich eine Katastrophe. Also ja, von 38.000 Blätter ausdrucken, über abends nach der Arbeit noch gucken, haben sie jetzt alles gemacht, was sie machen sollen. Genau. Ne? Bis hin zu, man muss sich selber erstmal wieder überhaupt in viele Dinge reindenken, weil man ja, so irgendwie schon. Ja, man geht selber nochmal zur Schule, ne? Genau, also ich weiß auch von meiner Schwägerin irgendwie Französisch, ne? War halt auch schon ewig her und bis okay, du da dann mal wieder so den Flow hast. Da wäre ich ganz raus. Na, so mit den, in der Sprache. Mit den Kids dann tatsächlich so unterwegs sein. Ist es ganz gut. Was ist denn. Oh, wie? Du musst es sagen. Verstehst du jetzt, warum ja, das so schwierig ist, ja, wenn du mit deiner besten Freundin Musik machst? Wir zwei im Tonstudio, wir kommen manchmal nicht unter einem 5-Minuten-Lachanfall dazu, ein Lied aufzunehmen. Gibt und unser Produzent macht mit. Gibt es dazu Making-of-Videos? Oh, das ist die Idee, oder? Ja, unsere Lieder sind sehr zweideutig. Manchmal, wir merken das manchmal gar nicht. Es gibt ein Lied, das hat Miri gemacht, das heißt Mein kleiner Freund, der Zauberstab. Ich habe mir nichts bei gedacht, erstens.
Ich musste das Ding dann einsingen, stehe im Studio, lese den Text und denke so, nicht dein Ernst. An der Stelle möchte ich mir darauf hinweisen, dass die Plattform, wo der Podcast ausgespielt wird, erst ab 13 Jahren zugänglich ist. Alles gut. Das ist ja alles, alles gut. Es kam so. Was ist so dieses Jahr für euch noch geplant? Also, ich sag jetzt mal 2020, oh Gott, ich bin schon im Corona ja stehen geblieben. Genau. 2022, 2023, wie geht's für Großstadt Engel weiter? Also, wir sind gerade dabei, abschließend das englische Album fertigzustellen. Wir sind schon fleißig dabei, das nächste Album für nächstes Jahr. Genau. Und ja. Das ist so gerade unsere Hauptaufgabe. Also langweilig wird euch nicht. Nee, das definitiv nicht. Und dann habt ihr natürlich ja noch eine tolle Sache vor, die wir jetzt auch ja heute live gesehen haben. Das ist ja einmal im Jahr, gibt es von unserem Verband eine zentrale Veranstaltung, die aber durchgeführt werden kann, wenn man gerne möchte. Man hat sich aber mal abgesprochen, auf den September, in der schönen Wetterzeit oder in der Zeit, wo vieles möglich ist, ein Schlossfest zu veranstalten. Und dafür sucht natürlich unser Verband auch immer kindertaugliche Musik, mit einem Bewegungskonzept dahinter, was ja eure befreundete Tanzlehrerin, die dürfen wir an der Stelle natürlich auch namentlich mal nennen, die Daniela Ritter aus Düsseldorf, genau, erstellt hat, mit wunderschönen Tänzen zu euren Liedern. Und das findet jetzt dieses Jahr dann auch wieder statt, weil wir waren uns eigentlich alle einig, so gesagt haben, für Kinder kann es gar nicht genug Events geben, nachdem die jetzt 2 Jahre lang auf alles verzichten mussten. Ja. Einige kennen es gar nicht. Bei uns zum Beispiel in unserer Tanzschule, da sind auch Kinder ab 2 Jahre tatsächlich. Die werden mitgezogen mit den älteren Geschwistern. Die ziehen sich ein Röckchen an und denken, oh, ich bin toll verkleidet und haben Spaß. Und das ist einfach so schade, dass das in den letzten 2 Jahren nicht stattfinden konnte. Umso mehr freuen wir uns, dass wir euch für diese Zusammenarbeit gewinnen konnten, dass ihr ein tolles Lied gemacht habt für das Schlossfest. Wir feiern heute ein Schlossfest. Zwei, Entschuldigung, natürlich. Und die hoffentlich genauso gut wie eure anderen Songs auch bei den Kindern ankommen und dass die Kinder dann in ihren Tanzschulen einfach ein tolles Schlossfest feiern können. Genau. Bestimmt. Das werden sie haben, garantiert. Das glaube ich auch. Wenn euch die Leute folgen wollen, wo finden sie euch? Also ich glaube, auf Spotify seid ihr auf jeden Fall. Ja. Da findet ja man, wenn man Großstadt Engel eingibt, alles. YouTube gehe ich davon aus, oder? Seid ihr bestimmt auch vertreten? Ja. Und Instagram, Facebook? Auch. Also man findet euch überall sozusagen. Ja, genau. Überall, wo es Social Media gibt. Na, das ist schon mal gut. Und eine klassische Homepage gibt es auch. Ja, genau. Klar. www.großstadtengel.de mit 3S. Ja. Nur original mit 3S. Ja, genau. Das ist ein bisschen schwierig für den englischen Markt. Ne? Also da sind wir gerade auch noch so am Überlegen, weil der Name Großstadt Engel, das war ja gar nicht geplant, dass wir ein englisches Album produzieren, ist halt für den englischen Markt schwierig. Big weil wir City uns ja Angels. Mit, ja, das war auch... Simultan immer sehr viel. Ja. Genau. Aber 3 scharfes S gibt es ja im Englischen nicht, ne? Triple S? Ja, Triple S. Triple S? Kriegt direkt wieder so ein bisschen internationalen Flair. Das ist dann ein anderer Name, ne? Ja, die sind so nicht auf Großstadt-Engel. Das stimmt. Fängst du bei Null wieder an bei den Kanälen, ne? Das stimmt. Ja. Ansonsten alle sämtliche Glocken abonnieren auf Spotify, YouTube und wo wir überall auch anders sind, dass ihr alle neuesten Infos bekommt. Ansonsten, ja, war es von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch, dass wir uns endlich nach Corona wieder gesehen haben. Es war so schön. Und dass wir vor allem alle mal wieder so oder? Ja. Das ist und dabei Wahnsinn. Kein schlechtes Gewissen haben müssen. Nee, kann man nicht. Nee, wir sowieso. Sorry. Ja, nee, nicht, nein, wirklich. Ne? Das ist wirklich, dass man sich wieder so anfassend nach und so. Das ist voll schön. Ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. I am a liar.